guter Infektionsschutz. Am Ende hat sicher das ausgefeilte Hygienekonzept den Ausschlag gegeben für das erfolgreiche Ergebnis des Caravansalons 2020. 107.000 Besucher fanden den Weg in die gut belüfteten Hallen der Messe Düsseldorf. Und es waren meistens Besucher mit sehr konkretem Wunsch nach dieser Freiheit im Reisemobil. Besucher, die gekommen sind, waren vorbereitete Besucher, wie die Aussteller berichten. Besucher mit klaren, detaillierten Vorstellungen, Fragen und der Bereitschaft zu kaufen. Von daher sind die Aussteller sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Veranstaltung. Der Neustart des Messewesens nach Einschränkungen durch die Pandemie, nichts weniger wurde hier geleistet. Wichtig, das komplette Angebot der Branche abzubilden, also genügend Aussteller im Vorfeld zu überzeugen, dass eine Veranstaltung wie diese sicher durchzuführen ist. Und dann natürlich auch Besucher so weit zu schützen, dass ein Besuch des Caravansalons mit sicherem Gefühl möglich ist. Das ist gelungen, sogar besser, als vorsichtig erwartet wurde. Sowohl die professionellen Käufer waren hier, um sich den Überblick zu verschaffen, als auch jüngere Familien, auch viele Erstbesucher. Also der Anteil der Erstbesucher am Caravansalon ist leicht nach oben gegangen, was eben auch ausdrückt, dass sich weitere Käuferkreise für diese Form des Urlaubs entscheiden. Im Trend waren weiterhin Vans und Kastenwagen. Auch für kleine Familien durchaus tauglich, teilweise urlaubs- und alltagstauglich sogar. Insgesamt lagen die Verkaufsabschlusszahlen noch einmal über denen des Vorjahres. Die Urlaubsform ist in Pandemiezeiten interessanter geworden und die gesenkte Mehrwertsteuer hilft obendrein beim Verkaufen. Insgesamt war es wohl für Aussteller und Besucher die richtige Entscheidung, auch im ersten Corona-Jahr dabei gewesen zu sein.